Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir wollen zurück zu Randvi. In der letzten Folge haben wir hier in Jopavik alles abgeschlossen. Und ja, ich denke, ich werde da vorne noch einmal den. So darf es nicht enden. So darf es nicht enden. Wieso, was ist los? Ja. Na gut. Wenn er nicht reden will, macht das nicht. Ich denke, ich mache nochmal da oben den Aussichtsturm. Ach, der ist weit, weit weg. Weit weg. Der ist wirklich weit weg. Egal, den machen wir. Und dann gehen wir mal nach Randvi und gucken, was uns als nächstes bevorsteht oder was als nächstes ansteht. Wie man es nennen will. Naja, ist ja gut. Krieg nicht gleich einen Anfall, Junge. Ach, hier. Hä? Ach ja, stimmt, hier war ich ja gar nicht oben. Ich bin hier ja direkt runtergetrampelt und hab die Alte gejagt. Stimmt ja. Egal. Was war das? Was war das für eine Aktion, Ava? Nein. War jetzt nicht seine Glanzstunde. Ne? Okay. Hier geht's nicht. Dann flitzen wir halt hier rüber. Dann machen wir das so. Eins, zwei und hopp. Huch. Das war verdammt knapp. Ava. Mach mich nicht wahnsinnig. Jetzt wieder auf das Ding. Warum konnte das nicht unten bleiben? Ja. Dann haben wir es ja bald geschafft. Dann sind wir schon fast oben. Komm, alter Mann, sieh zu. Sehr schön. Ja, das Spiel sieht immer noch wunderschön aus. So, was haben wir hier alles? Oh, bis nach Randvi ist sehr weit. Mal gucken, ob wir von hier aus schnell dahin kommen. Ob wir das von hier aus dürfen. Dürfen wir, aber angezeigt hat das nicht, dass ich drauf gedrückt habe. Na, egal. Hauptsache, wir kommen an. Der Weg ist mir wurscht. Kommst du schwer voran? Ja, hin und wieder mal. Ja, die Stärke heraus erhöht. Machen wir. Ich sollte mit Haitham sprechen. Was? Momentchen mal. Wieso bin ich eigentlich hier? Ich wollte doch bei dem... Bei der Hütte wollte ich doch... rauskommen. Ah, hier, warte, 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 warte. Hab dich. Nee. Und der hier. Der war ja immer so schwer. Ja, guck mal, wie stark ich geworden bin, Junge. Ich hab keine Chance mehr. Ach, halt die Klappe hinten. Immer diese Blagen, mein Gott. Jopavik ist nun vom Einfluss des Ordens befreit. Überwältigende Arbeit, wie immer. Danke für alles, was du getan hast. Hier. Damit hat der Orden nun weniger Mitglieder. Mit Freude nehme ich es von dir an. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Es gibt noch mehr zu tun, Eivor. Sengender Schlag. Okay, das geht nicht. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Als hätte Eivor jemals irgendwo Frieden. So. Randvi! Wir kommen. Oh, der kann aber schlucken. Ruhe. Ich habe die Kinder schon gesehen. Die wollten gleich wieder rumschreien.
So, hier jemand? Nee, diesmal nichts. Gut. Doch, der hat was. Was ist mit dir? Ach, siehst du es. Petra. Eivor, wie geht es dir? Naja, also eine hübsche Frau kann man das nicht verwehren, oder? Ich hatte gehofft, wir verbringen etwas Zeit miteinander. Das würde mir gefallen. Ich wollte gerade meine Bogenkünste verfeinern. Schließ dich mir gern an. Nein. Ich muss gehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich habe auf ein bisschen Romantik gehofft. Aber gibt's hier nicht. So. Was gibt es Neues, Eivor? Das werde ich dir gleich erzählen. Ich habe in Jofarvik den Orden der Ältesten mit Yuffinas und Chers Hilfe ausgelöscht. Und sollten wir sie je brauchen, werden sie da sein. Du erfüllst diese Aufgabe gut, Eivor. Wirst du bald zu den Verborgenen gehören? Ich bezweifle es. Prügeleien in Seitengassen bringen wenig Ruhm. So, Bündnis geschlossen. Okay. Zwei haben wir noch. Zwei Stück. Was ist das? Habe ich neu. Post? Dann schauen wir doch mal. Da ist ein neuer Brief für mich. Ja. Items? Du? Das ist mehr als nur einer. Brief von Heitam. Eivor, ich habe einen weiteren Brief dieses armen Mitstreiters Christi erhalten. Es könnte sein, dass er neue Ziele enttarnt hat. Suche mich in meinem Heim auf, wenn du die Zeit findest. Ich war gerade bei dir, warum hast du nichts gesagt? Ich sollte mit Heitam sprechen. Oder den nächsten. Von Birstan. Wer war Birstan nochmal? Brief von Birstan. Grüße, Eivor. Ich schicke dir ein kleines Geschenk. Sicher wird dir dieser Bogen gefallen. Ach, bestimmt der Typ. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Du hilfst mir dabei, meinen Weg und die Verbindung zu Alfida wiederzufinden. Das werde ich dir nie vergessen. Danke, Eivor. Birstan. Okay, ja. Ein Brief? Noch ein neuer Brief? Wie viele neue Briefe habe ich denn? Dear Olaf. Okay. Aber wieder Lesestunde hier. Nachricht vom Aldermann Schrobeschirs. Eivor, die Lage Schrobeschir hat sich beruhigt. Ich kann kaum glauben, wie viel Krieg und Trauer wir durchlebt haben. Solltest du dich im Schir wiederfinden, komm doch auf einen Besuch vorbei. Dein Freund Bischof Deolaf. Gut. Was? Ach. Der Bogen. Elanbogen, Jagdbogen. Okay. Und den nächsten Brief. An Holz. Wer ist das? Wer sind die Leute? Einladung, Eivor. Der alte Gerdrick wollte keine förmlichen Rituale, um ihn zum Aldermann zu machen. Aber ich habe ihn überzeugt, dass es zum Wohle des Schiers ist. König Cheowulf höchst selbst wird den Vorsitz haben. Wenn du kommen kannst, bin ich mir sicher, dass Gerdrick es zu schätzen wissen wird. Tarnhold. Okay. Und den letzten Brief. Achas Brief. Acha, wer war Acha? Mein Gott, so viele Leute. Grüße, Eivor, Wolfsmar von Hrefnatorp. Schwer lastet weiterhin die große Sünde und die Schuld auf mir, Unwald und Swanhild hintergangen zu haben. Die Aldermannschaft ist vorerst befriedet, doch mein Herz ist es nicht. Ich bereue meine Taten. So unauffällig sie doch waren, sie machten es möglich, dass Herefried das Blut guter Gelbbäuche auf den Fliesen unseres Herrn vergoss. Ich verspüre so viel Liebe und Achtung dir gegenüber, was du so ungerechterweise ertragen musstest. All meine Gebete richten sich auf das Licht, welches durch dich erstrahlt und jene, die du beschützt. Das Leben ist unmöglich und ich wende meinen Blick dem Herrn zu. Acha, im Glauben. Okay, alles klar. So, fertig. Oh Gott sei Dank, Lesestunde vorbei. Soll ich mal ein bisschen Bubu machen gehen? Nein. Erstmal quatschen wir mit Randvi. Oh.
Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So. Hier unten. Belohnung. Mhm. Ah ja, hier. 250. Alter Falter. Das schaffe ich nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Gut, dann. Ich denke an nichts als Hutsechse. Basim und ich könnten Sigurd retten. Aber wir brauchen ein Heer. Die Entscheidung liegt bei dir. Je mehr Bündnisse du hast, desto wahrscheinlicher dein Sieg. Das war's jetzt. Den anderen schaffe ich nicht. Da müsste ich jetzt so viele Nebenquests machen. Ich werde sofort gehen. Und ich werde Sigurd zurückbringen. Das verspreche ich. Gut. Ich benachrichtige umgehend unsere Verbündeten. Suche Basim auf. Er sollte inzwischen in Krawodene sein. Gut. Fertig. Schicht im Schacht. Jetzt suchen wir... Hallo, mein Freund. So ein guter Junge. Ja. So ein guter Junge. Aber streicheln willst du nicht. Bavau? Oh, der hat mich jetzt aber böse angeguckt. Wie lange hat der nichts mehr zu fressen bekommen, hä, Leute? So. Was ist das? Oh, doch soweit. Okay. Gut, jetzt erstmal wieder zu Heiter. Ach, der steht wieder. Das ist aber ein Stehaufmännchen hier. Heiter, da bin ich. Ah, hier ist etwas für dich. Vor einigen Tagen kam ein merkwürdiger Brief an, unterzeichnet von einem... armen Mitstreiter Christi vielleicht? Richtig. Ein Bekannter von dir? Ich würde ihn nicht erkennen. Aber dieser Mitstreiter kennt viele Geheimnisse des Ordens. Seinetwegen fand ich sie so leicht in den Städten. In dem Brief steht, du musst nach Winchester reisen, zu Gottes Haus gehen und einen Mann in Weiß aufsuchen. Dann zitiere dies. Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Nun denn, ich werde mit Randvi sprechen, mir ein Bild von all dem machen. Brauchst du irgendetwas? Nein. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Mach ich. Und schon wieder zu Randvi. Okay. Ja, ich kann an denen einfach nicht vorbei. Ich muss den immer noch einen mitgeben. Gut. Dann noch ein... Der war hier nicht gerade eben. Okay, dann nicht. Randvi, ich komme nochmal. Also, ich erscheine. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Hier. Da ist was. Ei, 250. Verfluch. Heitam erhielt eine Nachricht aus Winchester. Von jemandem, der sich armer Mitstreiter Christi nennt. Dein verborgener Verbündeter. Spannend. Mehr Ziele, vermute ich. Ja. Was meinst du? Könnte das eine Falle sein? Als Festung der Westsachsen wird Winchester ein wenig freundlicher Ort für dich sein. Aber damit weißt du schon umzugehen. Wenn du gehst, halt dich zurück. Nein, ich... Das ist 250. Nein, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ja, ich bleib bei Sutzexe. Das hier schaffe ich auch nicht. 250. Ich habe es mir anders überlegt. Ich sollte gehen. Ja. So. Jetzt einmal, Moment, wie war das? Hier, genau. Inventar, Welt, Fertigkeiten. 180. Das sind 70 Punkte mehr. Das schaffe ich nicht. Die fressen mich einfach so auf. Das geht nicht. Der ist aufgegangen. Sengener Schlag. Zünde die Nahkampfwaffe mit deiner rechten Hand an. Gegner, die Feuer fangen,
Allein mit der Zeit zusätzlichen Schaden. Das ist schön. Sänge nach Fernangriff. Zünde die Spitze deines Pfeils an. Alles, was du damit triffst, fängt Feuer. Der hier, welcher ist das? Brandpulverfalle. Nee, den finde ich ganz gut. Das lasse ich. So, was haben wir denn hier? Zeig ich mal. Ich möchte einmal vergleichen. So. Ah, ja, die Zorn ist weit besser. Fähigkeitsschaden wird durch aufeinanderfolgende Fernkampftreffer vorübergehend. Ja. Okay, dann nicht. Nee, machen wir nicht. Was haben wir hier? Nix. Ach doch, hier. Ach, dieses Passwort. Gott, ich hoffe, dass... Ne, okay, ich muss es mir nicht merken. Da steht's. Ich habe jetzt Panik gehabt, dass ich es mir merken muss. Und ich bin niemand, der sich etwas gut merken kann. So, hier, die haben wir alle fertig. Ja. Die Troller kommt bald dran. Und der auch. Weltmeer. Cola. Vielleicht schaffe ich den Cola jetzt hier. Das eine Mal hat es leider nicht geklappt. Komm, markier den Typen mal. Wir suchen den jetzt. Hier oben ist die Cola. Da ist Cola. Was meint ihr? Wo reitet er hin? Hier hin oder dahin? Und wir gehen hier hin. Egal. Wir probieren's. Entweder schaffe ich's oder ich schaff's nicht. So viele Möglichkeiten gibt's da ja nicht. So, huch. Die denn hier? Leute, da anlegen. Nein, 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 nein. Wo fahren wir denn hin? Ey! Haltet so. Hier! Ja, hey! Momentchen mal, der ist ja so weit weg. Nein, wir halten hier nicht. Wir müssen weiter. Verschwinden wir von hier. Ich muss zu dem Typen. Zu Cola. Kommt schon, beeilt euch. Dreht mal ein bisschen schneller hier. So. Naja, ich steuere jetzt mal, weil... Sonst fangen die direkt wieder an zu singen. Und so habe ich wenigstens auch mal ein bisschen was zu tun. Ich werde zwar gleich genug zu tun bekommen mit der Cola. Aber... Oh, oh, oh. Okay, nee, der ist doch noch ein bisschen weiter weg. Ich dachte gerade schon. Das ist aber schön. Was machst du? Ich will eine Saga hören. Der singt ja trotzdem. Obwohl ich sie verboten habe. Ja. Na gut, Leute, geht ihr mal plündern. Ich schaue mal, ob ich die Cola finde. Hallo? Ey, was wird das denn hier? So. Kommt die Cola vielleicht hierher? Ja, natürlich genital, ne? Oh, ei, hat der mir einfach was. Autsch. Ei, das Ding ist ja mega geil. Cola, wo bleibst du? Aber nicht vor dir. Ja? Pass ihm doch mal ein. Au. Wer schießt denn hier? Ey. Autsch. Hat sich erledigt. Sehr schön.
Hopp, ich muss runter. Bevor ich brenne. Was ist denn mit dir, Schüler, los hier? Aufgeschlitzt und ausgeweidet. Oh, ich brenne! Ich hab's befürchtet. Sieht nach einer sächsischen Klinge aus. Ja, egal jetzt. Er brennt. Du bist nicht mehr willkommen. Wir lassen uns nicht verirren. Was ist dein Leben? So. Nein, geh weg. Wo war die Cola? Cola haut ab. Verflucht. Okay, das Ding ist nicht schlecht. Definitiv. Aber ich lasse euch jetzt mal hier alleine, ihr Freunde. Ich will zur Cola. Bevor der noch weiter wegkommt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber Cola hat immer wieder einen guten Vorsprung, also... Kommt er näher? Nein, kommt er nicht. Okay, da haut ab. Gut, dann machen wir doch erstmal das Kloster. Ich hoffe, die sind da noch im Gange. Eva, lauf doch mal ein bisschen. Meine Güte, was ein... Eine Schnarchnase. Oh, da vorne brennt es schon wieder. Meine Jungs sind gut fleißig. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das Kloster. Wenn wir das Kloster geschafft haben, dann blitze ich zu der Cola. Plündern? Okay. Ah, hier unten ist einer. Freundchen, du bleibst schön hier. Baust mir nett ab. Köter? Redest du mit mir, Freund der Sonne? Ja, warte, wenn ich hier fertig bin. Dem da irgendwie was zu tun damit sein. Ah, okay, es war nur der eine. Okay, das ist gut. Geh weg hier. Sonst brennst du wieder, Eva. So. Hier ist nichts los. Ist niemand mehr hier? Was ist du los? Okay, sind alle schon wieder abgehauen. Gut, macht nichts. Ich will sowieso zu Cola. Ich will zu Cola. Komm, lass mal hier hin. Ich komme nicht schnell genug an ihn ran irgendwie. Stopp, stopp, Leute, stopp. Oh, ist doch nicht euer Ernst, oder? Das ist wirklich nicht euer Ernst. Ups. So. Moment, einmal umdrehen. Aber in die andere Richtung. Andere Richtung. Oh Mann, Moment. Ich werde wahnsinnig. Ey, was macht denn der da oben jetzt? Junge, du gehst mir richtig auf den Zwirn, weißt du das? Hier kann ich nicht hin. Markierung setzen. Okay, ich habe den Typen jetzt markiert. Wir können ja, jetzt das Segel nicht. Nutzen, Eivor. Segel hoch! Segel! Wer erzählt deine Geschichte? Was ist nur los? Was macht ihr da? Letzten Winter trag ich mit einigen Gefährten in Star. Okay, das sieht gut aus. Bei uns in der Methalle waren Männer aus dem Clan Jarl Barts, darunter ein Dichter namens Halli. Von den meisten bissiger Halli genannt. Ist das Segel? Sieben Eltern war die Nacht alt, als Halli sich auf den Tisch stellte und einem anderen Mann, dem Skalden Tjodolf, ja, etwas zuchte. Ja, dann können wir nicht segeln. Rief er. Oh. Ich kann schöner mit meinen Rülpsern dichten als du mit deiner Zunge und feinen Worten. Genau, zur Kartenmarkierung. Jetzt flitzt mal los. Ich nehme deine Herausforderung an, bissiger Halli.
gab er zurück. Lass mich beginnen. Dann sprach Thiodolf seinen Vers. Trauriger Halli, trink statt zu tanzen, winselt einem Wiesel gleich. Doch nennt der Depp es Segel. Wieder lachten alle. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Ich bin, wie gesagt, immer noch nicht durch mit dem Husten. Das ist immer noch sehr brutal bei mir. Was ist denn hier los? Da ist der Typ. Da ist der Typ. Ah, sehr schön. Okay. Ah, da ist er. Ich hab ihn. Einmal kurz mich in Ruhe lassen. Ich muss mal ein Wörtchen mit der Cola reden. Freundchen, bleib mal stehen. Stoppchen. Na. So. Uiuiui, der hat schon wieder dieses Riesending. Ah. Hoppala. Ei. Okay. Ui. Oh. Junge, bleib mal geschmeidig, weißt du das? Schön drüber gesemmelt. Oh. Okay. Aufladen, aufladen. Ja, Energie auch. Der Typ ist ein Psycho. Guck mal, jetzt kommt er sogar mit Pfeil und Bogen. Oh. Aua. Okay. So oft kann man ihn damit also nicht treffen. Der aus dem Weg. Au! Oh. Eieiei. Aufladen. Noch ein Festball für die Krähen. Nein, nicht! Lass das! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Oh. Das gibt's doch nicht. Ich bin doppelt so stark wie er und ich krieg ihn einfach nicht hin. Ihr wollt mich doch verkaspern. Ich glaube, ich muss meine Axt wieder nehmen. Ja, ich denke, ich nehme die Axt wieder. Och, nö. Nein. Ihr wollt mich doch verkaspern. So. Wieder ab zu Cola. Moment, erstmal Cola so machen. Und ab zur Kartenmarkierung. Aber ich werde jetzt erstmal eine Waffe wieder wechseln. Das Ding hier, ja, das scheint stärker zu sein, aber trotzdem macht er nicht das, was er machen soll. Ja. Egal, ich nehme den jetzt hier. Fertig. Und zwar mit der Rune. Wo war das denn? Das war doch... schwerer Schaden. Tempo? Nein. Anwirbel. Hier. Hit war das. Okay. So. Zeit für ein Lied. Nein, kein Lied. Euch ein Seeskalde? Okay, Leute. Aber, ich würde sagen, wir machen den Cola erst in der nächsten Folge. Denn wir haben die halbe Stunde gleich voll. Und das könnte ein längerer Kampf werden, wie man gerade gesehen hat. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann lasse ich mir wieder von Cola die Fresse polieren. Und
Vielleicht schaffen wir es aber doch. Wir schauen mal. Bis dahin wünsche ich euch was. Genießt alles, was ihr habt. Und wenn ihr sehen wollt, was Cola mit mir anstellt, schaltet einfach in der nächsten Folge wieder ein. Macht's gut.